Ikonografie. Was ist das überhaupt? Der Begriff setzt sich aus zwei Wörtern aus dem Griechisch-Lateinischen zusammen. Ikon bedeutet Bild und Graphein steht für Schreiben. Im Groben übersetzt heißt es dann Bildbeschreibung. Das Ziel ist eine Motivuntersuchung auf inhaltlicher Ebene. Jakob stellt sich nun die Frage, wie eine solche Motivuntersuchung überhaupt funktioniert und durchgeführt wird. Angenommen, wir stehen vor dem Bild Die heilige Nacht von Correggio. Dieses Bild entstand zwischen 1522 und 1530. Es gibt drei Schritte, die bei einer ikonografischen Bilduntersuchung durchgeführt werden müssen. Der erste Schritt ist die vorikonografische Beschreibung. Hierbei werden alle wahrnehmbaren Details eines Bildes erfasst. Schauen wir uns unser Bild Die heilige Nacht genauer an. Auf den ersten Blick erkennt man ein leuchtendes Neugeborenes, eine Frau, die das Kind zärtlich betrachtet, einen Mann im Hintergrund, der sich um einen Esel und einen Ochsen kümmert, außerdem auf der linken Hälfte eine weitere Frau, die geblendet ist vom Licht, zwei weitere Männer, einer von ihnen hat einen Stab in der Hand, hinter der einen Frau ragt eine Säule in Richtung der Engel auf einer Wolke auf. Außerdem können wir sehen, dass das Geschehen zu Beginn eines Tagesanbruchs stattfindet und dass eine Ruine zu sehen ist. Das war der erste Schritt, der uns zunächst mit dem Kunstwerk vertraut macht. Als nächstes müssen wir eine ikonografische Analyse durchführen. Dafür ist es notwendig, die Identitäten aller dargestellten Personen, Objekten und Handlungen zu ergründen. Der Titel »Die heilige Nacht« deutet stark darauf hin, dass es sich um eine religiöse Darstellung handelt. Dafür sprechen unter anderem die Engel. Hinzu kommt das ungewöhnliche Leuchten, welches vom Neugeborenen ausgeht. Die Indizien lassen darauf schließen, dass es sich um die Geburt Jesu handelt. Um mehr über das Dargestellte zu erfahren, ist es erforderlich, sich mit dem Lexikon der christlichen Ikonografie auseinanderzusetzen. Jakob findet zum Beispiel heraus, dass Jesus als aufgehende Sonne betitelt wird und in einer sehr innigen Beziehung zu seiner Mutter steht. Jetzt wissen wir, dass die Frau neben ihm nur die Gottesmutter Maria sein kann. Ihr Mann Josef wird häufig beim Ausführen häuslicher Arbeiten dargestellt. Der Esel steht für den Gesetzesbruch und der Ochse dagegen für die Einhaltung dieser Gesetze. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist die zweite Frau eine Hebamme, die von der Geburt Jesu erzählt. Hirten sind Vertreter für die auf Erlösung wartende Menschheit. Die Säule verbindet die Erde mit dem Himmel, wo die Engel als göttliche Boten auf das Kind herabblicken. In der Bildkomposition kann man wiederum ein Kreuz erkennen, welches für das Christentum steht. Im letzten Schritt der motivgeschichtlichen Vergleiche wird geklärt, inwieweit sich die Darstellung und die Bedeutung mit der Zeit ändern. Motivreihen helfen, eine gewisse Kontinuität von Bildthemen und geschichtlichen und gesellschaftlichen Sichtweisen darzustellen. Es ist notwendig, eine Verbindung zwischen Text und Bild zu schaffen. Der passende Text befindet sich in der Bibel. Diesen kann Jakob nun mit der Heiligen Nacht vergleichen und nach Parallelen und Unterschieden suchen. Die Geburt Christi wird im Buch Lukas Kapitel 2 beschrieben. Zusammengefasst begab es sich zu einer Zeit, da kam ein Mann namens Josef mit seiner schwangeren Frau Maria nach Bethlehem. Da sie kein Zimmer in einer Herberge bekam, verbrachten sie die Nacht im Stall und Maria gebar ihr Kind. Zur selben Zeit auf dem Felde erschien ein Engel den Hirten und verkündete die frohe Botschaft, dass der Heiland geboren worden ist. So machten sich die Hirten auf den Weg und fanden ein Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend. Wenn man nun den Text mit dem Bild vergleicht, kann man feststellen, dass alle in der Bibel genannten Personen zu sehen sind. Allerdings findet die Geburt in einer Ruine statt und es sind zusätzlich noch Esel, Ochse und eine Hebamme vor Ort. Das Motiv der Geburt Christi hat sich im Laufe der Zeit immer weiter verändert. Beispielsweise wurde anfangs die Gottesmutter Maria oftmals nur im Zusammenhang mit den drei heiligen Königen dargestellt und später auch ohne sie. Und auch der Ort des Geschehens wechselt im Laufe der Zeit zwischen Stall, Ruine und Geburtenhöhle. Wichtig ist aber, dass das Bildthema gleich bleibt. Lediglich die einzelnen Bildmotive ändern sich.